Schönen guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem zweiten Playoff-Viertelfinalspiel des EC Bad Neuenahr gegen den EC Bad Tölz. Ich begrüße hier vorne beide Trainer von unseren Gästen, von den Tölzer Erfuhren, den Florian Funk und unseren Trainer Fred Carroll. Aber zuerst das erste Statement, erste Kommentar vom Gäste, Coach Herr Florian. Das Spiel ähnlich intensiv, denke ich mal, auch wir am Freitag. Heute das glücklichere Ende bei den Roten Teufeln. Was nimmst du mit aus dem heutigen Spiel und was können wir dann am Dienstag erwarten in Spiel 3? Ja, guten Abend. Das Spiel war sehr ähnlich wie in Tölz, würde man sagen. Gut, zwei Drittel, das Spiel war eigentlich immer so ausgeglichen. Es sind vor allem ein bisschen wenig Tore. Und das Zweite, wo wir gekriegt haben, war natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt für uns. Da knapp drei Minuten vor Ende. Wir haben es dann wirklich immer noch probiert und haben sogar auch keine Chancen gewirkt. Aber das Fazit ist ganz klar, wenn man ein Tor schießt, dann können wir aber nicht. Sehr Dankeschön, Florian. Ja, Fred, kann man sagen, der Sieg heute auch teuer erkauft, denn Schwabi ist im Krankenhaus, wie wir gehört haben, zur Untersuchung. Im zweiten Drittel konnte nicht mehr weitermachen. Und dann hier am Ende noch die Spielerstrafe auch gegen den Dylan Stanley. Wie schwer wiegt denn unter dem Strich diese Situation für Dienstag? Ich wollte guten Abend. Wie Florian erwähnt, das Spiel am Freitag war ähnlich wie heute. Ich denke, beide Mannschaften haben viel, viel Respekt füreinander. So, 60 Minuten, wir mussten Hellbach die auch. Oder ja, was am Ende abgegangen ist, ist eine Sauerei. Ich meine, die hier heute spielfrei. Ich denke, die könnten halt auch 300 Leute hier schicken. Spitzenspiel, Spitzenmannschaft. Und wir haben nie diese Schießschritte gehabt. Und jetzt weiß ich warum, weil er hat uns nicht verdient. Danke. Das Spiel war vorbei. Das ist auch 30 Sekunden. Fehlt ein wichtiges Spiel bei uns. Viele Spiele. Einfach überflüssiger. Die haben den Faden verloren. Jeder hat es gesehen in die Eishalle. Und ich denke auch, die deutsche Mannschaft hat gesehen, das war null. Und wenn er sagt, er ist 30 Sekunden, dann guten Abend. Ja, danke schön, Fred. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Wenn es da welche gibt. Keine, wie ich sehe. Okay, dann haben wir noch ein paar Ergebnisse aus den anderen Viertelfinalspielen. Und zwar Regensburg gegen Duisburg 2:3. Also die Füchse legen da auf 2:0 in der Serie vor. Selb gegen Dortmund 5:6. Also auch Dortmund mit zwei Spielen vorne. Und Halle gegen Füssen 5:4. Also auch dort ein 2:0 für die Hallenser. Also sag mal richtig. Tja, wollen wir die Pressekonferenz für heute beschließen. War ja kurz und bündig. Zuschauerzahl gebe ich dir gleich, habe ich nämlich hier leider momentan nicht drin, außer es hat der Andreas Ortwein gerade parat. Hast du auch noch nicht, okay. Aber voll war es ja genug, wie wir gesehen haben. Würde uns freuen, wir haben ein zweites Heimspiel, nämlich am kommenden Freitag um 19.30 Uhr. Dann das vierte Viertelfinalspiel, aber zunächst dann am Dienstag erstmal unserer Mannschaft natürlich alles Gute. In Bad Tölz zu Spiel 3 um 19.30 Uhr. Unseren Gästen gut nach Hauseweg. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Dienstag und am Freitag dann hier auch wieder an dieser Stelle. Bedanke ich mich. Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche Freitag wieder. Schönen Restsonntag. Bis dahin. Danke. Ciao.